Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hielt die Rede des Jahres 2018. Dafür ist er jetzt gerade ausgezeichnet worden. Und auch ich finde, dieser Preis ist zu Recht verliehen. Warum und was Sie daraus lernen können, das verrate ich in diesem Video. Herzlich willkommen. Wir sind die Moderatorenschule Baden-Württemberg und ich gebe Ihnen hier jeden Donnerstag die besten Tipps aus unseren Trainings weiter, damit Sie noch überzeugender reden, präsentieren oder moderieren können oder auch in jeder Lebenslage des Alltags überzeugender auftreten können. Also hier gleich mal abonnieren den Kanal, dann verpassen Sie garantiert keine Folge mehr. So, zur Rede des Jahres 2018. Den Preis Rede des Jahres, den gibt es ja übrigens schon seit 20 Jahren. Er wird verliehen vom Rhetorikseminar der Universität Tübingen. Und die Preisträger, die sind durchaus prominent. Darunter war beispielsweise schon Papst Benedikt oder Margit Käßmann oder der verstorbene Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Und dieses Jahr ist Cem Özdemir der Preisträger, der frühere Bundesvorsitzende der Grünen. Was wird in diesen Reden eigentlich ausgezeichnet? Die Jury zeichnet mit dem Preis Rede des Jahres Reden aus, die entscheidend den gesellschaftlichen, den politischen oder den sozialen Diskurs prägen. Das müssen also Reden sein, die ein breites Echo gefunden haben. Also entweder Zustimmung oder Ablehnung. Das spielt keine Rolle, aber die müssen eine Welle gemacht haben. Und das hat die Rede von Cem Özdemir am 22. Februar im Bundestag garantiert. Auch ich habe damals bei mir auf der Facebook-Seite diese Rede schon geteilt, weil ich sie unglaublich stark fand. Und wir zeigen Ihnen mal so einen kleinen Ausschnitt daraus. Wir sind froh, dass Deniz Yücel frei ist. Und ich will das mal sagen, dass hier auch kein Missverständnis entsteht. Genauso froh wären wir, wenn er Gustav Müller oder sonst wie heißen würde, weil jeder Bürger dieses Landes es verdient hat, dass dieses Land sich für ihn einsetzt. Das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Jeder weiß es außer Ihnen. Diese Rede von Cem Özdemir ist ein Debattenbeitrag im Bundestag auf einen Antrag der AfD. Die wollte den kurz zuvor freigelassenen Journalisten Deniz Yücel maßregeln lassen. Und Özdemir schafft es mit seiner pointierten Rede, dort politisch Stellung zu beziehen. Und das in einer Form, wie wir das heutzutage relativ selten sehen. Und das ist so der erste Punkt, den ich finde. Özdemir zeigt klare Kante, der zeigt Persönlichkeit, der nimmt kein Blatt vor den Mund und das ist eine ganz große Stärke dieser Rede. Hier nochmal ein Ausschnitt. Sie wollen bestimmen, wer Deutsche ist, wer nicht. Das heißt, wie kann jemand, der Deutschland, der unsere gemeinsame Heimat so verachtet, wie Sie es tun, darüber bestimmen, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist? Ich sage Ihnen eins, wenn Sie darüber bestimmen würden, das wäre ungefähr so, wie wenn man Rassisten das Ausstiegstelefon für Neonazis geben würde. Das wäre ungefähr so, wenn Sie darüber bestimmen würden, wer Deutsche ist und wer nicht Deutsche ist. Übrigens, wenn Sie die Nummer des Ausstiegstelefons für Neonazis brauchen, ich habe sie Ihnen, ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung stellen. Scharfzüngig und emotional begegnet Özdemir dem Antrag der AfD mit großem rednerischen Können. In jeder Sekunde des kurzen Beitrags sind Leidenschaft und Emotionen spürbar. So hat die Jury ihre Entscheidung begründet. Und das sehe ich genauso. Wenn Sie sich die Körpersprache, die Mimik, die Gestik von Özdemir angucken, dann sehen Sie, dass er wirklich überzeugt ist, was er dort sagt. Und das sehen wir ja sehr, sehr selten heute bei politischen Reden, aber auch bei Reden von Menschen in der Wirtschaft, dass sie mit jeder Faser ihres Körpers leben, was sie reden. Und ich finde, das ist etwas, das diese Rede unbedingt auszeichnet, was diesen Redner im Übrigen auch auszeichnet. Unser Deutschland, dieses Deutschland ist stärker, als es ihr Hass jemals sein wird. Ihr tobender Mob wollte mich ja am Aschermittwoch abschieben.
Es geht leichter, als Sie sich das vorstellen. Am kommenden Samstag bin ich wieder in meiner Heimat. Ich fliege nach Stuttgart, dann nehme ich die S-Bahn und ich lande am Endbahnhof Bad Urach. Da ist meine schwäbische Heimat und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen. Und noch etwas hat die Rede, und das können Sie übrigens lernen. Diese Rede ist beispielhaft und die ist konkret. Also das sind nicht nur irgendwelche leeren Phrasen, sondern er sagt sehr genau, worum es ihm geht, und er gibt auch Beispiele. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Dazu gehört beispielsweise unsere Erinnerungskultur, auf die ich stolz bin als Bürger dieses Landes. Dazu gehört die Vielfalt in diesem Land, auf die ich genauso stolz bin. Dazu gehören Bayern, Schwaben und dazu gehören aber auch Menschen, deren Vorfahren aus Russland kommen. Und dazu gehören Menschen, deren Vorfahren aus Anatolien kommen und jetzt genauso stolz drauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Und dazu gehört, das muss ich schon mal sagen, denn da fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen, dazu gehört unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind, drücken Sie doch den Russen die Daumen und nicht unserer deutschen Nationalmannschaft. Gehen Sie es doch zu! Zudem ist die Rede sehr geschickt argumentiert. Er hat eine ganze Reihe Argumente, die sehr fundiert sind, und die baut er so auf, dass er so am Ende die Argumente der AfD in ihrem Antrag entkräften kann. Alles in allem ist das eine kraftvolle, eine mächtige Rede. Und ich persönlich würde mir sehr viel mehr davon wünschen, nicht nur in der Politik, natürlich auch in der Wirtschaft. Ich sehe ganz oft eher schwammige Reden, eher gelangweilte Reden. Und ich würde mir und Ihnen wünschen, dass Sie mutig sind, dass Sie großartige, kraftvolle, überzeugende Reden halten, egal ob Sie das politisch machen oder für Ihr Unternehmen oder für Ihren Job. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dabei.